Es war knapp, aber wir haben es geschafft. Wir sind beim Lagerfeuer und jetzt können wir uns hier natürlich ausruhen. Das werden wir auch auf jeden Fall machen, schmieden. Ja, dazu haben wir einfach nicht genügend Lebenspunkte. Also einmal ausruhen bitte. Jetzt sind wir wieder bei komfortablen 31 Lebenspunkten. Na gut, so richtig sicher fühle ich mich damit natürlich nicht. Wir gucken mal weiter. Und jetzt ist ja das Interessante, dass wir uns hier, ja, nach oben bewegen können. Und wir könnten natürlich hier entlang gehen. Zwei Kämpfe, einmal der Händler. Zwei Kämpfe oder ein Kampf, einmal Lagerfeuer. Aber was wir natürlich auch machen könnten, ist, dass wir hier bei diesen ganz vielen Fragezeichen hochgehen. Das Problem ist nur, wenn wir hier jetzt keine Gelegenheit bekommen, uns irgendwie zu heilen, dann wird es doch echt schwierig. Das heißt, ich glaube, wir müssen hier entlang, dann hier, 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 oder? Und dann wieseln wir uns hier so durch. Ja, okay. Also ein Kampf müssen wir jetzt aber bestehen. Dann hoffen wir, dass der nicht allzu schwer ist. Okay, was haben wir hier? Ein Spire Wuchs. Der möchte hier einen negativen Effekt wirken. Wir können natürlich hier den ersten negativen Effekt kompensieren. Und vielleicht sollten wir das auch machen. Wir könnten ja jetzt natürlich das vielleicht noch aufheben. Aber wir haben schon nicht so viele Lebenspunkte. Und wer weiß, wie viel wir dann potenziell gegen den hier verlieren würden. Deswegen würde ich mal sagen, wir nehmen das mal. Negiert den nächsten Debuff. Trinken. Okay. Und jetzt müssen wir mal sehen, was wir hier als nächstes machen. Wir könnten hier einen Schatten erschaffen, kostet aber natürlich hier gleich 3. Ja, dein Gegner verliert für den Rest dieses Zuges 9 Stärke. Ja, dieses Zuges, das ist natürlich nicht so toll. Das des Kampfes wäre natürlich viel besser. Füge 10 Schaden zu, nimm alle Karten mit Kosten von 0 vom Abwurfstapel auf die Hand. Okay, wir würden ja jetzt natürlich gerade überhaupt nichts bekommen. Aber wir könnten natürlich trotzdem diese 3 Karten hier noch spielen, aber die will ich ja eigentlich nicht ausgeben. Block auf die Hand bekommen ist doof. Puh, also ich glaube, das Beste ist hier tatsächlich sogar einfach einen Schatten zu erschaffen. Dass wir den mal da haben, auch wenn das jetzt viel kostet. Weil alles andere ist ein bisschen doof, ja. Grundsätzlich ist 10 Schaden natürlich gut, aber es bringt uns ja nicht viel, da wir es nicht wirklich dolle kombinieren können. Also vielleicht mit dem und dem. Aber wir machen das jetzt einfach mal. Okay, schauen wir mal, was er jetzt hier machen möchte. Dieser Debuff wird ja jetzt hier abgewehrt. Okay, Effekt negiert. Gut. So, jetzt möchte ich für 22 zuhauen. Das ist natürlich übel. Und jetzt könnten wir hier natürlich die Stärke runtersetzen. Das wäre gut. Ich denke, das sollten wir auch auf jeden Fall machen. Wir könnten ihn aber auch gleichzeitig noch verwunden. Ja, okay, wir machen mal verwunden. So, jetzt ist er zumindest mal verwundbar. Gut, und jetzt würde ich sagen, setzen wir noch seine Stärke runter. So, jetzt macht er sozusagen nur noch 13 Schaden. Und jetzt können wir hier auch noch Block benutzen. Und dann blocken wir sozusagen alles von ihm. Ich hätte natürlich jetzt gern noch ein bisschen mehr Schaden auf ihn gemacht, aber ja, so ist das halt. Okay. Hat jetzt nicht viel Schaden gemacht. Stärke endet hier und jetzt will er wieder einen Debuff benutzen, was aber, denke ich, ganz okay wäre. Schaden würde uns mehr schaden. So. Okay, was können wir jetzt hier machen? Füge allen Gegnern 10 Schaden zu und erschaffe noch einen Schatten. Das wäre natürlich sehr gut. Kugelblitz auch noch sehr gut. Könnten wir... Aber wir haben nur 3. Okay, wir machen mal das hier auf jeden Fall. Dann noch das. Okay, wenn wir den hier entladen könnten, dann würde der natürlich auch sehr viel Schaden machen. Aber wir können vielleicht noch eine Runde warten, oder? Dann können wir jetzt noch eine Sache benutzen. Entweder Schlag oder hier alle für einen. Vom Abwurfstapel, die 0 kostet. Es kostet ja nichts 0. Aber wir würden zumindest 10 Schaden machen, ne? Wir machen jetzt einfach mal 6 Schaden und heben uns das vielleicht noch ein bisschen auf. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Machen wir einmal das und heben uns das andere noch auf. So, was ist das jetzt für ein Debuff überhaupt? Umwickelt. Und das bedeutet, am Ende deines Zuges erleidest du 10 Schaden. Ah,
er sozusagen, er wirkt uns langsam, aber sicher. Und 10 Schaden, das ist schon übel. So, eine Karte mehr, das brauchen wir eigentlich nicht optimieren. Für 0 ist natürlich nett. Das machen wir, denke ich, auch direkt mal. So, okay. Dann spiele immer, wenn du eine Macht ausspielst, erschaffe einen Blitz. Das war natürlich auch gut, aber super teuer. Und wir brauchen auch auf jeden Fall noch Block in dieser Runde. 7 Block, oder hier würden wir jetzt gerade 11 Block bekommen. Das würde uns ja nicht ausreichen und wir würden auch alles verbrauchen. Das wäre natürlich nicht so toll. Haben wir noch irgendeine andere Möglichkeit? Nicht wirklich, ne? Ziehe eine Karte. Ja, eine Karte ziehen. Kompilieren. Füge 7 Schaden zu. Ziehe eine Karte pro unterschiedlichem Orb. Nützt auch alles nichts. Wir nehmen viel zu viel Schaden. Wie können wir denn hier noch mehr Block bekommen? Gar nicht in irgendeiner Form, oder? Ich meine, das ist das Einzige, was wir hier noch übrig haben. Dass wir diese Runde jetzt nochmal versuchen zu blocken. Irgendwas anderes noch? Nee. Bei allen anderen Sachen nehmen wir zu viel Schaden. Das heißt, wir werden das jetzt hier spielen müssen eigentlich. Und dann hoffe ich, dass er nächste Runde halt wieder einen Debuff macht. Weil wir nehmen ja hier auch schon wieder am Ende des Zuges 10 Schaden noch. Das heißt, jetzt sind wir hier nahezu tot, oder? Jetzt haut er nochmal auf uns ein. Boah. Und jetzt 16 Schaden schon wieder. Das hier ist eine Fertigkeit, die wir ausspielen können. Das nützt also in dem Sinne nichts. Okay, also wir machen das mal auf jeden Fall jetzt hier. Das macht doch ordentlich Schaden auf ihn. Aber wir müssen das jetzt noch irgendwie kompensieren. 26 müssen wir kompensieren. Das können wir doch gar nicht, oder? Ist es jetzt hier schon zu Ende? Haben wir jetzt hier so ein kurzes... eine kurze Folge? Das kann doch nicht sein. Ja gut, dass wir das hier eigentlich schon mal angewandt haben, ne? Aber dieses Umwickelt hier, das macht uns wirklich fertig. Mehr Block. Also hier kriegen wir nochmal 6 Block dazu. Das nützt aber überhaupt nichts. Das hat 10 Schaden, 26 Schaden. Wir haben 12 Leben, 17. Dann 6 noch dazu, 23. Wir sind kurz davor, wenn wir hier noch irgendwie, wenn wir das noch mit auslösen könnten. Obwohl, das noch 2 dazu, 23, 25. 1 würde noch fehlen. Das kann doch nicht sein. Wenn wir die Karten ziehen hier. Es könnte uns ja auch irgendwas nützen noch. Hier würden wir 3 verschiedene Karten ziehen, die uns eventuell nützen könnten, ne? Vom Abwurfstapel auf die Hand die 0 kosten. Ja, es kostet nur das hier 0, das kostet auch nochmal 0. Aber kosten die dann noch 0, wenn wir sie wieder ziehen? Durch dieses doofe Auge hier. Und wir können ja gar nicht so viele ziehen, ne? Mal gucken. Also immer wenn du eine Karte ziehst, sind ihre Kosten zufällig. Die sind dann halt zufällig. Die sind dann doch nicht 0, oder? Aber ich meine, ansonsten würden wir jetzt sterben, soweit ich weiß. Das heißt, wir haben hier nur die Möglichkeit, das irgendwie zu machen, oder? Wenn wir das hier irgendwie auf die Hand bekommen nochmal, dann können wir das nochmal auslösen. Für 0 nach Möglichkeit. Zurückkehren. Oder habe ich mich jetzt verrechnet? Wir müssen nochmal gucken. Also wir haben ja 12, ja. Dann haben wir 17. Dann kriegen wir ja noch 2 dazu. 18, 19. So. 19 und 6. Ja. 25. Er macht hier aber 26 Schaden. Das heißt, wir kommen so nicht umher. Es sei denn, wir könnten das hier noch mit irgendwas anderem benutzen, was uns noch was gibt, aber es bringt halt nichts. Hier eine Karte pro zusätzlich oder ja, das. Ich glaube, wir sollten das hier machen. Ich probiere es mal aus. Und wir bekommen das hier tatsächlich auf die Hand, dass das hier sich noch auslöst. Wir haben aber nur noch 2 übrig. Das heißt, wir spielen jetzt das. Der löst sich noch aus. Okay, wir haben noch ein bisschen was dazu bekommen. Wir könnten auf jeden Fall nochmal das spielen. Ne?
Und jetzt haben wir sozusagen noch ein wenig übrig, was wir machen könnten. Kugelblitz könnten wir noch machen mit 7 Schaden und es würde noch ein Blitz erschaffen werden. Der würde sich ja entladen. Es würde aber trotzdem nichts bringen. So, jetzt haben wir hier an Leben 22. Sozusagen zusammengerechnet. Nochmal 2 dazu. 24. Wenn wir das noch dazu machen, müsste es reichen, dass wir sozusagen überleben. Ja. Es würde reichen. 7 Schaden, den einen noch anwenden. Der macht ja dann 8 Schaden. Der sich entlädt. 8 und ja. Das bringt auch wieder nichts. Aber Moment. 7 und 8. Das sind 15. Das sind dann 18. Wenn der eine ja nochmal zuhaut, der dann da ist. Es reicht auch genau nicht, ja. Leider. Das bedeutet, wir müssen jetzt Block spielen und das sollte jetzt dann reichen. Und wir spielen hier halt nochmal lernende Maschine, dass wir noch eine Karte mehr ziehen. Okay. Und jetzt sollten wir doch aber überleben, oder? Soweit ich das jetzt hier ausgerechnet habe. Wenn wir 28, 29, 30 sozusagen. So, jetzt haut er halt auf uns ein. Für 16. Ja, und wir haben knapp überlebt. Okay, so, was haben wir jetzt hier? Spiel immer zu Beginn deines Zuges die oberste Karte von nach die Stapel. Gut, ja, aber wir wollen ihn jetzt sozusagen erledigen. Und das sollte doch jetzt auch irgendwie möglich sein, oder? Hier 15 Schaden für 2. Ja, das machen wir. Ja, also sorry, dass ich da mal so zigmal Grundschullevel nachgerechnet habe, aber ich wollte nicht, dass das hier schief geht, auf keinen Fall. Okay, also 19 Gold bekommen wir, einen Machttrank. Das ist jetzt natürlich wichtig, dass das hier ein guter ist. Mal gucken, was das für einer ist. Wähle einen von 3 zufälligen Machtkarten, nimm sie auf die Hand, sie kosten diesen Zug 0. Das ist gut. Und noch eine Karte. Hologramm, erhalte 5 Block, nimm eine Karte aus dem Abwurfstapel zurück auf die Hand. Die kann ich dann ja auswählen, ne? Da heile am Ende des Kampfes 7 Trefferpunkte. Ist natürlich gut. Immer wenn du eine Macht ausspielst, ziehe 2 Karten. Also, ich nehme mal das. Ich weiß zwar nicht, wie lange uns das noch was nützt, aber wir sind ja für den für den langen Weg hier drin. Also ich hoffe mal, wir überleben noch ein bisschen was. Okay, wir gehen jetzt hier zum Lagerfeuer. Auf jeden Fall ruhen uns aus. Jetzt bei 26. Wo gehen wir entlang? Grundsätzlich hier, weil dann haben wir 2 Optionen sozusagen weiterzugehen, aber wir würden den eh hier lang gehen. Gehen wir zu der Kiste hier. Mal gucken, was drin ist. So, 52 Gold und wir haben ein Spielzeug-Ornithopter. Immer wenn du einen Trank nutzt, heile 5 Trefferpunkte. Okay, also wir brauchen mehr Tränke. Das heißt, hier gehen wir jetzt zu diesem zufälligen Ereignis und bitte lass es kein Kampf sein. Händler würde uns aber auch nicht so viel nützen, weil wir kaum Gold haben. Irgendein gutes zufälliges Ereignis, oh nein. Und wie war das hier? 999 Lebenspunkte? Wie bitte? So, also erstmal, er will angreifen. Okay, er stirbt in 5 Zügen. Wir müssen einfach nur 5 Züge überleben. Okay, und verliert beim Erleiden von Schaden genauso viel Stärke für diesen Zug. Also einfach nur überleben und außerdem nach Möglichkeit viel Schaden auf ihn machen, dass er keinen Schaden macht. Wir sollten eine Macht direkt spielen, hätte ich mal gesagt. Trinken, außerdem heilen wir uns. Und jetzt guck mal, verhindere den nächsten Trefferpunkteverlust. Das ist sehr viel wert. Das nehmen wir auf jeden Fall mal. So, jetzt haben wir uns auch ein bisschen geheilt. Eben wegen unserem Ornithopter. Warum auch immer das so ist. Müssen wir jetzt irgendwas anderes zuerst spielen. Wo man hier dann immer einen Blitz dazu bekommt pro Macht. Nee. Okay, also wir können jetzt sowas hier machen. Diese Mächte mal ausspielen. Selbstreparatur. Wir können unsere Kapazität auf jeden Fall auch erhöhen. Dann können wir grundsätzlich, könnten wir das auch spielen, ne?
Wobei, wenn wir das hier sowieso, den Puffer, spielen, dann weiß ich nicht, warum wir den, warum wir das runtersetzen sollten. Dann könnten wir uns da wahrscheinlich das sparen. Das nützt auch nicht so viel. Nützt auch nicht so viel. Hm. Wir werden das hier, denke ich, einfach spielen. Verhindere den nächsten Trefferpunkteverlust. Ja. Und dann werden wir noch einen Blitz erschaffen, denke ich. Und eine Blockkarte müssen wir ja nicht ausspielen. Wir können aber wahrscheinlich direkt nochmal Schaden auf ihn machen. Wobei, das bringt ja auch nicht allzu viel, ne? Wie war das jetzt immer? Verliert beim Erleiden von Schaden genauso viel Stärke für diesen Zug. Das heißt, grundsätzlich können wir uns das für diesen Zug hier sogar sparen, ne? Okay. Das heißt, das alles sparen wir uns eigentlich auf für nächste Runde. Okay. Dann soll er mal zuhauen. Eine Runde geschafft. Na toll. 40 Schaden macht er jetzt. Hm. Nimm eine zufällige Macht auf die Hand. Diese kostet für diesen Zug 0. Ja, eine zufällige Macht. Ich schaffe einen Schatten. 40 Block kriegen wir halt auch niemals irgendwie zusammen, oder? Wir könnten das natürlich hier auch noch runtersetzen, die Stärke. Aber ich glaube, wir brauchen irgendeine Macht. Ansonsten hilft das alles nichts. Oh oh. 15 Schaden. Natürlich auch gut. Setzt das auch alles runter, ja? Kommen wir damit irgendwie zusammen, weil das setzt ja das auch noch runter. Dann würden wir hier richtig wenig Schaden nehmen. Den ganzen Schadenskarten. Ich denke, das passt. Wir machen mal das. Für 9 runtersetzen. Dann spielen wir noch. Wir spielen noch das. Ja? Und im Moment, haben wir für 0 noch was auf dem Abziehstapel? Nee. Auf dem Abwurfstapel. Also wir setzen das jetzt noch hier für 0 runter. Ich meine, wir machen 15 Schaden und setzen das nochmal 15 runter. Jetzt macht er nur noch 16 Schaden. 6 werden davon noch abgezogen, also macht er nur noch 10 Schaden. Okay, die Frage war halt gewesen, ob wir das spielen können, aber jetzt können wir das noch spielen oder halt noch Block. Ich denke, Block wäre ganz gut. Ja. Wir machen nochmal Block. Und jetzt nehmen wir sozusagen keinen Schaden, oder? Also, ja, ein bisschen haben wir noch genommen. Gut, jetzt macht er 50 Schaden. Das wird halt immer schlimmer. Ja, und auf dem Abwurfstapel haben wir halt so gut wie nichts. Deswegen nützt das nicht allzu viel. Eine Karte mehr. Oh, ja, ja. Ich sehe jetzt ehrlich gesagt hier keinen Ausweg. Weil, wie können wir das jetzt noch schaffen? Wir können noch eine Macht ziehen. Das sollten wir auch. Weil sonst bringt es ja alles nichts. Hm. Mehr Schatten spielen, dann können wir kein Sperrfeuer mehr spielen. Das gibt halt nur wenig Block. Ich meine, das hier können wir einfach ausspielen. Gibt halt immer noch nicht viel. Wir nehmen mal eine Macht auf die Hand. Es nützt ja alles nichts. Schleife. Löse immer zu Beginn deines Zuges die passive Fähigkeit aus. Ja, bringt auch nichts. Das ist der Nachziehstapel. Auch das bringt nichts. 50 Schaden nehmen wir. Das können wir nicht kompensieren. Jetzt haben wir auch nur noch 2 übrig. Abwurfstapel, was 0 kostet. Ja, das kostet nochmal 0. Das heißt, es wird nochmal reduziert ein bisschen, aber auch das nützt nichts. Dann haben wir alles aufgebraucht. Verteidigen nützt auch nichts. Das nützt auch nichts. Das nützt auch nichts. Wir können nur das spielen. Jetzt macht er halt 40 Schaden. Dann spielen wir noch das. Jetzt macht er noch 25 Schaden. Boah, und wir, beziehungsweise es wird noch ein bisschen runtergesetzt hier durch die Orbs. Wir überleben ganz knapp. 19 Schaden. Moment, wie viele Runden kämpfen wir eigentlich schon gegen ihn? Müssen wir jetzt nur noch eine durchhalten? Ah.
warum landet denn hier überhaupt nichts auf dem Abwurfstapel? Nachziehstapel. Abwurfstapel. Weil ich hätte gern mal dieses eine Dingsbums hier gespielt. Ja, verdopple deine Energie und es erschöpft. Das war auch so merkwürdig. Ich dachte, das gilt dann ja für den Rest des Kampfes. Dann habe ich das mal ausgespielt, dann hatte ich einfach nichts mehr. Wenn ich das jetzt spiele, habe ich dann einfach nichts mehr? Oder habe ich dann 6? Aber es kostet ja auch 3. Habe ich dann einfach wieder 3? Naja, wie dem auch sei, haben wir noch irgendeine andere Möglichkeit. Hier haben wir Stapel plus, das heißt, es würde uns 8 Block geben. Wenn wir jetzt hier was anderes ausspielen könnten, noch was ein bisschen Schaden macht für 1, dann wäre das natürlich praktisch. Wir haben aber hier gar keine andere Möglichkeit, ne? Und verdoppelt Energie, ich weiß jetzt nicht, wie es sich verhält. Wenn ich jetzt keinen anderen Ausweg sehe aus der Situation, dann würde ich einfach doppelte Energie spielen. Dann müsst ihr mir verzeihen, dass ich jetzt nicht weiß, wie das funktioniert, weil schaut mal, wie dolle wir den Schaden hier reduzieren müssen. Das würden wir so nie hinbekommen. Gut, das nützt nichts, das nützt nichts, das nützt nichts. Zu Beginn deines Zuges nützt nichts. Das nützt nichts. Okay, ich glaube, wir haben keine andere Möglichkeit, als jetzt einfach verdoppelte Energie zu spielen. Zack. Und jetzt haben wir 0. Ja, genau wie gedacht, aber wir hatten ja auch keinen Ausweg, ne? Also wir würden jetzt einfach sterben. Von daher haut er jetzt halt auf uns ein und wir sind tot. Gegnerzug. Ja. Und wir sind überwältigt und gestorben. Was du siehst, das erntest du. Ja, schade. Es war unser Tod. Aber ich weiß nicht, hättet ihr eine andere Möglichkeit gesehen? So insgesamt, wir hatten einfach schon zu wenig Leben, oder? Würde ich jetzt mal sagen. Wir setzen mal fort. Ja, wir haben neue Freischaltungen erreicht. Ich weiß auch gar nicht, war das jetzt der letzte Charakter? Im Hauptmenü würde ich das auf jeden Fall nochmal nachschauen. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit in unserer Folge. Dann schauen wir mal. Also, Karten freigeschaltet. Was sind das denn für welche hier? Füge 9 Schaden zu und lege die nächste in diesem Zug gespielte Karte auf den Nachziehstapel. Hier ist es Ausgeglichenheit. Erhalte 13 Block und behalte deine Hand in diesem Zug. Okay, und Echoform. Flüchtig. Hat man das jemals schon? Hast du diese Karte am Ende deines Zuges auf der Hand, erschöpft sie. Ist also für den Rest des Kampfes aus deinem Deck entfernt. Hä? Ist das nicht das gleiche wie erschöpft? In jedem Zug wird die erste gespielte Karte zweimal gespielt. Ja, das ist eigentlich ziemlich gut, ja. Also, jetzt gucken wir mal ins Hauptmenü zurück. Und jetzt würde ich gern nochmal sehen, wie das hier aussah mit noch einem weiteren Charakter. Wir hätten noch einen weiteren, aber warum ist der gesperrt? Dieser Charakter wird durch das Gewinnen eines normalen Runs freigeschaltet, nachdem der dritte Charakter freigeschaltet wurde. Ja, und wir haben den Run jetzt tatsächlich nicht beendet, nicht geschafft. Und jetzt ist natürlich die große Frage, setzen wir dieses Let's Play fort? Weil grundsätzlich reizt es mich natürlich auch, mal wieder ein weiteres Projekt zu starten. Ich denke, wir haben einen guten Eindruck bekommen jetzt hier von Slay the Spire. Und ja, jetzt von den Viewerzahlen her ist es natürlich jetzt nicht überwältigend gewesen. Die letzte Folge war aber ganz gut angenommen. Von daher, falls da Interesse besteht, ich würde jetzt einfach mal ein bisschen warten, würde die anderen Projekte ein bisschen vorantreiben. Ansonsten würde ich das jetzt erstmal abschließen. Und ja, auf Wunsch natürlich auch gern nochmal fortsetzen. Das steht so ein bisschen in den Sternen, beziehungsweise liegt an der Beliebtheit oder ob da jetzt ein paar Leute sich zu Kommentaren aufraffen und sagen, ja, Till, jetzt mach das doch bitte weiter. Okay, alles klar. Also mir hat das schon ganz viel Spaß gemacht. Dann bis zum nächsten Mal und danke fürs Zusehen. Ciao, ciao.